Recht herzlich willkommen zur 8. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal haben wir irgendwo hier eine Raumstation in Auftrag gegeben. Da wird sie ja gebaut. Und ja, müssen wir gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ja, da können wir jetzt irgendwie nichts mehr machen. Das ist... Die sind unbekannte... Ja, ist unsere eigene Station, aber wir können da was lernen, alles klar. Ja. Hier zu, okay. Können wir noch was anderes machen? Die Station verlassen wird aber eins, Asara Administration, das sind wir. Schiffsdetail geht nicht, auflösen geht auch nicht, weil es nicht mehr unseres ist. Ja. Zur Auswahl nur diese Flotte klicken. Zum Abwählen dieser Flotte rechtsklicken. Keine Ahnung. Gehe zu, Versammlungspunkt, können wir nichts machen. Ja. Ressourcenproduktion hatten wir schon, voller Pelizibrex. Nach bewohnbaren Welten, das ist alles andere Dinge. Ja, achte. Forschungsstation gebaut, keine. Auf Karte verfolgen, okay, da müssen wir was erforschen. Achso, da sind. Nee. Okay, gehe zu. Da ist das. Und dafür müssen wir jetzt ein. Situationsprotokoll nochmal. Wissenschaftler. Konstruktionsschiff. Forschungsschiff. Dann müssten wir das ja dahin. Projekt erforschen. Gucken. Konstruktionsschiff könnte man hier hinschicken. Angehalten. Da können wir erstmal laufen lassen wieder, ne? Was soll's? Naja, okay. Konstruktionsschiff, wo ist das? Gehen wir mal hin. Achso, ja, das baut ja hier gerade die Station. Okay, da sind irgendwelche Roboter. Zugange, kann man irgendwo einen Fortschritt sehen? Ja, da unten. Hier oben nicht, gut. Ja. Da können wir jetzt nichts machen, ne? Schmolzende Welt, nicht bewohnbar. Da haben wir eine Militärmacht. Karge Welt. Gut, First Strike aus kontinentale Welt. Kriegen wir eigentlich auch die zweite Welt hin? Nein, ne? No, kein Hotkey entfernen. Okay, ja. Der ist gleich fertig. Lass den gerade fertig bauen. So, und dann haben wir jetzt hier eine Station. Bauform abgeschlossen. Gut. Wie sieht das jetzt hier aus? Okay, das ist mir jetzt nicht der Einflussbereich. Hat sich geändert. Ja, doch, vielleicht doch dieser Kreis, weiß nicht. So, dann sind wir da drin. Kann das hier jetzt was bauen oder nicht? Ganz nicht, ne? Da geht's nicht, also. Warum nicht? Außerhalb unseres Grenzbereichs. Da ist auch außerhalb unseres Grenzbereichs. Deswegen geht das vielleicht auch nicht jetzt. Ja, neu zu machen, ne? Militärmacht.
Können wir da jetzt was tun? Nein. Jetzt haben wir ihm gesagt, er soll da hinfliegen, macht aber nicht, ne? Was macht er jetzt? Nix. Kann er da was machen? Nö. Außenposten bauen, Bergbaustation bauen. Forschungsstation bauen. Das wäre doch mal hier eine Möglichkeit, oder? Nee. Bergbaustation. Schiffsdetails, nee. Gibt es keine Ressourcen, die von einer Forschungsstation gebaumelt werden können. Hat eine Orbital. Dieser Himmelskörper der Klasse Planet liegt außerhalb unseres Grenzen. Ja, okay, dann ist das das Problem. Dann fliege ich mal dahin. Fliegen wir erstmal da so hin, genau. Dann gehen wir hier hin, da. Mal Militär macht. Das ist eine Forschungsstation. Oh, Kristallkodex. Faszinierend. Ja, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Gut. Militär macht. Aber ne, ist eine Forschungsstation, aber wenn du drauf gehst, steht der Militärmacht. Interessant, oder? Ja, was war das? Okay, ein Sprunggeräusch wahrscheinlich. Bergbaustation bauen, mach mal. Da ist nix. Und da ist auch nix. Frage, ob das System schon komplett erforscht ist. Steht da? Moldy Unterhalt. 1. Okay, die sind beschäftigt. Kontakte haben wir jetzt schon ein paar gehabt. Zwei sind überlegen, einer ist ebenbürtig und das sind wir. Okay. Haben wir hier. Wo sind wir denn jetzt hier mit der Erkundung? Achso, da sind wir eigentlich hingeflogen, ne? Ne, sind wir nicht. Haben wir noch einen anderen? Ist das erledigt? Okay, das ist jetzt nicht wichtig. Unser Forschungsschiff findet sich wo? Da. Das haben wir gemacht, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin und dann hierhin bewegen. Was geht da ab? Okay. Wie oder wo? Neue Forschung. Auswählen. Ups, das war offen. Energiesauger. Gasmembran abzusaugen. Okay. Neue Erlass, Propaganda-Übertragung. Flottenkapazität plus 10, Grenzreichweite. Hört sich vielleicht nicht schlecht an, ne?
Fallen Abstimmung. Wir machen mal erst das. Obwohl, das dauert am längsten, ne? Aber machen wir jetzt. Fertig. Die anderen sind noch beschäftigt, dauert aber auch nicht mehr lange bei dem einen. So, der fliegt erstmal hier hin, aber warum der jetzt da nicht? Wissenschaftlichkeit 4, ach so, okay. Dann fehlt's da noch dran, na gut. Dann soll die das System erkunden. Vielleicht steigt die Person dann ja auch mal. Gut, Forschung war klar, brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier noch? Planet. Ne, machen wir nix. Forschungsstationen gebaut. Eigentlich hat man das jetzt gebaut, ne? Wo ist das hier? Ne, mal keine Forschungsstation haben wir hier gebaut. Das müsste jetzt 26 sein, genau. Gut. Das Forschungsschiff ist gerade weg. Konstruktionsschiff, gucken wir mal gerade hier weiter. Da ist nix. Da haben wir ja schon alles wohl gebaut, oder? Da sind wir. Gucken wir darüber. Hier geht noch was. Oder auch nicht. Wohnbar, nö. Ja, das funktioniert wieder nicht, wie ich das gerne hätte, ne? Die sind beschäftigt, die fliegen hier hin. Bergbaustation bauen. Jetzt kommt er an. Können wir denn irgendwo Außenposten bauen? Orbit eine fliegen, ja, das wollen wir alle nicht. Sind wir hier richtig? Hey, ist hier alles zerstört? Ich glaube schon, ne? Station ist verlassen. Warum ist denn hier alles verlassen? Haben die uns das alles kaputt gemacht, die Piraten oder was? Ne, das funktioniert noch, oder? Ne. Auch kaputt. Schiffsdetails. Radarsystem und hier bleibt Kernspaltungsreaktor. Ja, das ist ja doof, ne? Bergbaustation bauen, das ist außerhalb der Reichweite dann wieder, ne? Sollten wir dann mal erst das Konstruktionsschiff haben. Auch. Okay, dann das, da und da bauen. Das sollte funktionieren. Was haben wir hier? Ein Asteroiden. Was macht unsere... Jetzt hat schon drei Bewohner, cool.
Und mehr gehen nicht, oder was? Doch, da ist er. Alles klar. Komm. Geht nicht. Was ist das? Einmal klingeln, klicken. Ja, da war jetzt nicht so viel außer diese drei da, ne? Jetzt fliegt er da wieder hin. Will ich aber gar nicht eigentlich, ne? Da hätte ich ihn gemusst, okay. Das ist ja schon erforscht, ne? System erkunden. So, dann machen wir das System auch noch gut. Gut. Ja, die Dame hat S4, müsste hier aber mehr Erfahrung sammeln. Okay. So. Was können wir hier machen? Kolonieschiff haben wir hier. Okay. Wir dann noch eine Welt finden, die wir kolonieren könnten, ne? Nix. Auch nicht bewohnbar. Auch nicht. Nix. Da. Da. Den haben wir schon, ne? Also, das lohnt nicht. Jetzt mal gucken, wo wir jetzt sind. Okay. Prozent. Auch nicht. Das ist ein Asteroid, ne? Alles nicht bewohnbar. Dann gucken wir da mal rein. Wir heißt der ganze System hier. Bewohnbar. Ach so, wir forschen gerade erst. Bewohnbarkeit. Okay. Dann wäre es nicht da ideal gerade. Gehen wir da mal rein. Haben wir schon eine Militärstation gebaut. 30%. 30. Gar nichts. Da haben wir noch einen. 0%. Den hat nur mit 30. Technologie erforscht. Fusionsenergie. Neue Forschung. Physiklabor. Algorithmen. Ja. Mehr Energiecredits, aber das ist jetzt nicht so unbedingt das Wichtigste. Neues Gebäude, Kraftwerk 3, Betarian, Kraftwerk 2, Deflektoren. Das wäre nicht schlecht. Rumpfmontierte Gegenmaßnahme gegen Raketen und Kampfschiffe sind viel größer. Ja. Ich tendiere aber zu was anderem wie das andere. Okay. Anomalie. 5% erforschen wir. Und ich bin fürs Erste dann. Gut, Forschung durch. Und wir gucken jetzt hier, glaube ich, nach. Der war 30%. Der war 0. Der war auch 30, ne? Genau. Und dann haben wir hier im inneren Sektor noch einen mit 0%. Da wäre noch ein Asteroid. Nee. Gut. Haben wir hier schon reingeguckt? Ich glaube noch nicht, ne?
0%. 0%. 30%. Dann er hier mit 0%. Da gibt es eine Anomalie. Oder höher, okay. Ist hier ein Taktstrahl, Eisstrahl, aber unser. Okay. Erforschen. Okay, dann lass den erst fertig machen und wenn er fertig ist, dann geht's dann weiter. Das Kolonieschiff war immer noch gefragt, ne? Und wir waren in diesem System Hitzel. 0%. Da war 30%. 0%. Wo ist der Planet? Da oben. 0% und der große hier auch 0%. Hier haben wir einen mit. Ne, der war 0%. Achso, hier sind noch ein paar Asteroiden, aber die sind es jetzt nicht, ne? Wo waren denn die 30% hier? Ne. Da. Okay, 40 müssen wir haben. Das geht also da nicht. Krass, haben wir das. Geht alles nicht. Nicht. Und da auch nicht. Da waren wir schon. Nix. 0 und 0 und da haben wir 0 und da haben wir 0. Das ist nicht gut. Wir haben keine Systeme jetzt, wo wir noch was reinbauen könnten. Null Prozent. Ach, das Mond um den Planeten. Das ist ein Asteroid. Das ist ein Planet. Alles unwirtlich hier. System erkundet. Projekt erforschen. Demis hatten wir noch. Da ist ja ein Planet. Da muss noch ein zweiter irgendwo sein, ne? War hier nicht noch ein zweiter? Den haben wir schon. Nee. Bergbaustation. Davon überzeugt, dass hier noch einer ist. Gut, ist nicht. Da ist nix. Da ist ein Asteroid. Und da ist auch nix. Gut. Das Biersystem bringt uns nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Gut. Dann nehmen wir das System jetzt. Achso, die sind noch am Forschen.
Niedrig, trimmen. Die Datenübernehmung. Okay. Grenz geöffnet. Okay. Okay, alles klar. Und das ist unser Forschungsschiff, ne? Ja, und das soll mal das System hier erforschen. Konstruktionsschiff. Und liegt auch wieder außerhalb unserer Grenzen. Es liegt alles außerhalb unserer Grenzen. Können wir denn hier was bauen? Oh, jetzt fliegt das dahin, ne? Das hat's gebaut. Da ist eine Bergbaustation. Dann bauen wir da noch eine Bergbaustation. Da geht's. Jetzt sind wir wahrscheinlich da. Ne, doch nicht. Fast schon. So. Soweit, so gut. Wir forschen noch ein bisschen. Gucken zu, dass wir neue Welten entdecken. Jetzt hier in Trim. Dass wir unser Reich dann noch vergrößern. Aber da brauchen wir 40% Bewohnbarkeit. Ja, und Konstruktionsschiff baut was. Ach so. Ja, jetzt zu überlegen. Kolonieschiff ist das. Dann müssen wir das so machen. Ich würde es ganz einfach schon mal dahin schicken. Vielleicht ist da ja was bei. Ja, Bewohnbarkeit steht hier nicht, aber hier muss ein Planet bei sein, den wir bewohnen können. Sieht danach aus, oder? Von so vielen, wie hier sind, muss einer bewohnbar sein. Gut, aber das gucken wir dann uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.